Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu Idle Miner Tycoon, einem absoluten Legendenspiel. Und wir haben genau 10 Dollar und wir starten mit 10 Dollar rein und haben damit unseren ersten Miner freigeschaltet. Der arbeitet da jetzt ein bisschen und verdient uns hoffentlich ein paar Moneten, Leute. Das wäre sehr, sehr schmackhaft. So, der hat jetzt hier quasi das Erz geschürft, die Kohle, hat das zum Schacht gebracht. Jetzt müssen wir den Schachtatzen andrücken. Der bringt die Kohle im Wert von 20 Dollar nach oben. Der wiederum holt das von diesem Schredderer ab. Ich glaube, das ist der Ofen, oder? Der Ofen brennt das jetzt, genau. Und jetzt bringt er das hier rüber und damit verdienen wir unser Geld. Das ist sozusagen die Bank. Jetzt habe ich genug Cash, um Level 2, genau, das Level von unserem Minenschacht-Mitarbeiter zu erhöhen. Bam, machen wir mal. Zack, jetzt sind wir mit Level 2 nämlich an Start. Den muss man andrücken. Alle immer schön andrücken, dann machen die nämlich, arbeiten die alle auch. Hey, boah, da muss man ganz schön am Start sein, ne? Und immer drücken, ey. Muss hier ganz schön Übersicht behalten. So, du musst jetzt dahin. So, bam. Aber bei denen können wir auch viel mit einmal abholen lassen. Das ist eigentlich egal. Oh, wir haben genug Geld für ein weiteres Level. Machen wir, oder? Klar, Level 3. Minenschacht zu Level 3 erhöhen. Verbessert, wie viel ich pro Sekunde verdiene. Ich kriege keinen Minenmitarbeiter dazu. Ich kriege keine Laufgeschwindigkeit dazu. Ich kriege aber Abbaugeschwindigkeit dazu und Kapazität. Das heißt, er kann dann mehr tragen. So, der kann jetzt mehr tragen und schneller abbauen. Aber wir wollen einen zweiten Minenarbeiter. Das kann aber tatsächlich noch ein bisschen dauern. Ihr wartet mal, wenn ich jetzt das Geld abhole, bin ich ja ultra rich. Hol mal ab, mein Guter. Du siehst so aus wie ein Knasti mit deinen Klamotten, aber ist nicht so schlimm. Du bist schon ein guter Arbeiter. Der bringt jetzt 90 Kröten nach Hause. Und wir können auf Level 4 gehen. Wir haben wieder keinen weiteren Mitarbeiter. Das ist ja ganz schön mau hier, ey. Ich kann nochmal upgraden. Ich kann zweimal upgraden. Und nochmal. Oh mein Gott. Und jetzt haben wir hier einen neuen Button freigeschaltet. Und der Minenübersicht. Ah, jetzt können wir Mitarbeiter einstellen. Da muss ich einen Manager, da muss ich nicht mehr die ganze Zeit drücken. Das ist natürlich sehr, sehr geil. So, die Kosten, wie viel kosten die? 55 die Sekunde, 37 Sekunde. Dann machen wir sie erst, ich will nicht alle aktivieren. Du solltest Minenschächte freischalten oder upgraden, okay. Okay, für 100 Dollar. Ich habe keine 100 Dollar. Was ist denn das? Ich kann aber das erstmal upgraden. Wir können ja noch, können wir hier problemlos per Hand drücken. Wir brauchen hier noch keinen Manager. Wir sind noch die gute Alten mit der Handarbeit, meine Freunde, ist doch klar. So, das heißt, wir gehen hier erstmal auf Level 8. Der kann ruhig mal das Geld holen. Der kann das nochmal hochbringen. Vielleicht schafft er es auch rechtzeitig. Ja, hat er geschafft. Jetzt kriegen wir 102 Moneten dazu und können hier richtig dick abcashen. Wobei, ich sage euch ganz ehrlich, hier sollten wir einen Manager mal einstellen, damit der Casey Kinding. Alter, was? Die hat einen Effekt. Dreifache Abbaugeschwindigkeit. Achso, nur, ich kann nur einmal die Minute denn einsetzen. Zack. Junge, jetzt baut er dreimal so schnell ab, der Atze. Okay, das lohnt sich ja mega. Okay, wir müssen auf jeden Fall Manager einstellen, Leute. 8,36, da habe ich nur so einen krummen Wert, ey. Junge, wie schnell er abbaut, er ist komplett krank. So schnell kann der Typ das gar nicht abholen, wie wir hier jetzt. Boah, hä? Warte mal, neuer Boost auf Level 10. Okay. Ey, nice, wenn wir jetzt nochmal upgraden, kriegen wir einen zweiten Minenarbeiter. Okay, Junge, es ist komplett overpowered mit der Managerin. Was passiert denn hier gerade? Okay, wir können jetzt Level 10 machen, kriegen einen zweiten Minenarbeiter dazu. Genau jetzt. Na, komm. Ja, Mann, du bist ganz schön langsam, Alter. Ohne Witz. Jetzt. Bam. Und wir haben den zweiten Minenarbeiter und können einen weiteren Minenschacht kaufen für 2600. Ich denke, wir verdienen so viel Geld, es ist jetzt wahrscheinlich sinnvoll, hier überall Manager einzustellen. Ich meine, 100 ist für uns ja wirklich Portokasse. Das hat 5 Minuten Cooldown, diese Fähigkeit. Da hätte ich sie ja nicht sofort eingesetzt. Man kann noch einen Manager einstellen? Okay, was bringen? Ach, wahrscheinlich für jeden Minenschacht ein, ne? Kannst du haben. So, jetzt haben wir hier einen Manager. Minus 40% Upgrade-Kosten. Das ist tatsächlich eine sehr kranke Fähigkeit. Mal 5 Laufgeschwindigkeiten. Ja, okay, das ist jetzt nicht so krass, aber... Ey, das heißt, Idle Cash, wir verdienen jetzt auch Geld, ohne dass wir... Ach so, klar, weil wir jetzt so... Weil das alles automatisiert ist und wir jetzt so viele Manager haben. 1,6 pro Sekunde. Das ist aber absolut... Das haut doch gar nicht hin. Der liefert jetzt 200 ab und das hat vielleicht 10 Sekunden gedauert. Das haut er hier gar nicht hin, diese Anzeige, ne? Wir warten, bis wir... Ey, warte mal, wenn ich das einsetze, dann... Wie viel Spaß? Nein, ich wollte nicht! Jetzt muss ich upgraden. Ich habe ja die Fähigkeit gestartet, dass ich meine Upgrades günstiger kriege. Minus 40%. Hätte ich das mal vorher gewusst, ey. Es war aus Versehen. Kann ich hier was upgraden? Das kann ich auch upgraden? Da kriege ich Transport, Last, Geschwindigkeit. Transport, Lade, Laufgeschwindigkeit. Ja, das bringt mir aber alles eigentlich nichts, ne? Eigentlich macht nur das hier erstmal Sinn. Dann kriegen wir mehr Kohle. 25. Jetzt habe ich gar keinen Mitarbeiter dazu bekommen, aber ich habe es doch jetzt geupgradet. Neuer Boost auf 50. Hm.
Was haben wir jetzt für einen Boost bekommen, ist die entscheidende Frage. Boah, die liefern. Das Problem ist, guck mal, der kann halt nur 600 mit einmal transportieren. Der kommt jetzt, kommt der Schacht der Geldproduktion hier nicht mal hinterher, Leute. Guckt euch das mal an. Das heißt, wir müssen jetzt den hier als nächstes upgraden. Jetzt hat er eine Last von 798. Genau, 798. Jetzt kann er mehr nach oben befördern, aber ich denke, das reicht nicht. Ich glaube, das hier ist, das stackt sich weiter. Wir müssen das im Auge behalten. 2,6. Der kann aber nur 700. Jetzt sind wir wieder bei 2,6 quasi. Da müssen wir nochmal auf Level 3 gehen. Der kommt da nicht mehr hinterher. Wir müssen Safe da erhöhen. Bam. Jetzt hat er 1000 Kapazität. Das ist geil. Aber sobald ich diesen Doppel-Speed-Booster hier wieder habe in 36 Sekunden, wird's krank, ne? Die Frage ist, kommt der hier hinterher? Also aktuell schon, weil er diesen Booster noch aktiviert hat. Aber da sehe ich ja auch schwarz, muss ich ehrlich sagen. Wir können uns einen neuen Schacht kaufen. Abfahrt. Boah. Was habe ich denn jetzt hier freigeschaltet? Wartet mal, was ist denn das hier? Ein Shop! Geheimer Boost! Nehme ich. Na klar. Und eine Stunde lang Double Income. Geil. Wir kaufen uns jetzt den super Geheimboost. Du kannst hier einen Booster bekommen mit mal 10, mal 100, mal 200, mal 500 oder mal 1000. Warte, hier steht es glaube ich auch nochmal. Genau, das kannst du alles bekommen. Was ist denn so super selten? Okay, ein 1000er Boost zu bekommen. Alter, 5 Minuten, 1000er Inka-Boost. Ein Tag sieht... Nee, ich hätte lieber den 1 Stunde einmal 100, muss ich ehrlich sagen. Wir gehen mal rein, wir gucken mal. Und 5 Minuten mal 100. Ja? Ja? Nehme ich. Wir haben noch hier, was haben wir hier noch? Mal 1 Stunde mal 5 Einkommen in allen Minen. Boah, kann sich das stacken? Das hole ich auch noch. Alter, wir haben so geiles Zeug. So, ich denke, das ist jetzt mein Inventar, richtig. Wähle einen Booster, aktiver Booster. Da wählen wir mal ein. Wir haben den unendlichen mal 2, den 5 Minuten mal 1000, den 1 Stunde mal 2. Nehmen wir 5 Minuten mal 50. Na, um ein bisschen reinzukommen, Leute, oder? Nehmen wir den 5 Minuten mal 50. Abfahrt, einsetzen. Du hast verwendet, 5 Minuten. Die Zeit läuft, Leute. Die Zeit läuft. Neuer... Hör, wieso kostet der neue Schacht? Ach, Super Cash. Du kannst jetzt auch Sachen für Super Cash kaufen. Nee, Super Cash wollen wir nicht. Okay. Warte mal, dann machen wir mal hier die Fähigkeit, damit alles ein bisschen günstiger ist. Dann machen wir den mal auf 5. Und den machen wir auch auf 5. Dann machen wir den auf 25. Oh Gott, okay, ist ein bisschen teuer. Machen wir doch nicht. Machen wir doch nicht. Wo ist unser Geld? Oh Gott, wir sind pleite, wir haben kein Geld mehr. Der mal 5... Mal 50 Idle Cash, mal 50 Cash. Nach 5 Minuten, hier steht's. 500 die Sekunde verdienen wir. So, kommt. Der kommt ja vorne. Warte, achso, ich muss einen Manager hier einstellen. Heilige Makrele. Auch minus 40% Upgrade-Kosten. Das ist geil. Hier können wir noch den Speed aktivieren. Mach das mal. Upgrade-Kosten gehen wir auf jeden Fall rein. Wir können nämlich hier jetzt gut kaufen. Okay, ich will den noch 500. Der kommt hier halt vorne und hinten nicht mehr hin, ne? Wir müssen den auf jeden Fall upgraden, damit wir eine zweite Gondel kriegen. So. Ach, kriegt man nicht. Ich dachte, wenn man jetzt hier auf 10 geht, kriegt man eine zweite Gondel. Aber ist egal. Der kann jetzt insgesamt 15.000 transportieren. Das ist auf jeden Fall ganz gut. So, jetzt wollen wir den hier noch auf 25 kriegen. Wir haben nicht genug Cash. Uns fehlt 51.000. Hier ist 17.000. Das passt auch so weit. Der schafft das halt immer noch nicht, ne? Der ist zu schwach. Wir müssen den erstmal... Ne, warte mal. Ich will, damit der schön sauber ist. Mucki, du, es ist hier alles im Weg, mein Guter, mein Kleiner. So. 25, so. Wir sind am Rasieren, Leute, wir sind am Rasieren. Wie die abgeht, Alter. So, jetzt hier müssen wir dick upgraden. Ich würde mal sagen, wir gehen mal mit 10 rein. Jetzt hat er 270.000 Last. Das muss ja wohl reichen jetzt. Da selbst das reicht gerade so. Guckt euch mal an, wie krank das ist. So, wir holen uns den dritten Schacht. 78.000. Der transportiert 2.000, will der mich verarschen? Ist das seine Kapazität? Das ist seine Kapazität. Nee, wartet mal. Da müssen wir aber auch jetzt hier mal rein. 39.000 klingt schon besser. Sonst steckt sich das ja hier bis ins Unendliche. So, wir können einen neuen Schacht. Nice. Was ist denn das jetzt hier? Boost? Booste dein Cash-Income für 4 Stunden in der Kohlemine. Mal 50? Da sage ich doch. 4 Stunden mal 100. Ich habe da, weil das steckt sich halt, ne? Ich habe 2 Millionen. Oh mein Gott. Boah, das ist aber auch teuer. Heilige Makrele. So, weil wir müssen mal gucken, wo sich das jetzt hier... Wieso ist hier eigentlich ein Pfeil die ganze Zeit? Der will mir was sagen. Ich soll den einsetzen, mal 2. Ach, kann ich den zusetzen? Ach, das deckt sich hoch. Guck mal, ich habe jetzt mal 104. Jetzt setze ich den ein, habe ich mal 114. Ah. Und den mal 2 und...
Ach, der kostet. Ja, dann nicht, ihr Schweine. So, den aber nicht, weil der ist nur 5. Ja doch, warum nicht mal 5? Jetzt rein. Zack, jetzt habe ich mal 314. Okay, wartet. Ich muss Manager erstmal unten einstellen. Zack, Manager, wichtig. So, okay. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Also ich sehe auf jeden Fall, dass das, also das passt hier. Der ist auf jeden Fall noch nicht überfordert. Was ich aber sehe, ist, dass der hier auf jeden Fall überfordert ist, weil hier stackt sich das Geld sehr. Das heißt, wir gehen hier mal auf die 20. So, das sollte ja eigentlich passen. Dann gehen wir hier auf die 25. Können wir uns sogar leisten, prima. Und wir machen einen neuen Schacht. Tycoon Trainingspass. Mache Fortschritte in einem Bergbaugeschäft und verdiene tolle Belohnung. Auf geht's. Okay, was ist das jetzt? Ich habe erstmal 12 Stunden mal 2 Income bekommen. Okay, Tycoon Training. Schalte Minenschächte, Barrieren, Minen und Kontinente frei und Prestige-Minen und im Trainingspass voranzuschreiben. Je weiter du kommst, desto mehr tolle Belohnungen wirst du freischalten. Du kannst das Ende erreichen, nur wahre Tycoons werden erfolgreich. Das ist ein Battle Pass. Nehm mal. Premium Trainingspass. 7 Tage lang mal 4. So, und wie steige ich jetzt im Level? Weiß man nicht, ne? Kann ich das schon nehmen? Nee. Stufe 2 sind wir auf jeden Fall noch nicht. Wir sind aktuell noch Stufe 1. Warte, mir steht es vielleicht Info. Ja, wahrscheinlich, indem ich einfach Sachen freischalte. Einfach spielen vermutlich. Jetzt gibt es hier eine Weltkarte. Ach du Heilige. Ach du Scheiße. Uff. Ich bin so überfordert, Alter. Wir machen erstmal hier weiter. Passiert dem Besten, Leute. Passiert dem Besten. So, ich bin komplett überfordert, Leute. Ich sag euch das, wie es ist. So, warte. Wir machen hier erstmal alles auf 25. Boom, boom. So. 25er. Perfekt. Und hier auch. 5. Kann ich mir tatsächlich nicht leisten. Wir machen hier noch einen Manager. Zack. Hier machen wir noch einen Manager. Bam. Was stand da? Warte mal. Minus 80% Upgrade-Kosten. Jetzt kann ich es mir leisten. Minus 80%, das ist ja illegal. Was denn für minus 80%? Das seid ihr fast. Kann ich die auch stacken? Ich mache mal alle drei jetzt. Wie viel bezahle ich jetzt? Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Ja, guck mal, der ist komplett überfordert, Alter. Hier ist 100 Millionen, 80 Millionen. Aber der kommt gar nicht zu denen hier, weil der kann nicht mal das hier abheben. Guckt mal, hier. Jetzt hat er gerade mal 100.000 und ist schon halb voll. Jetzt holt er sich nochmal 100.000 davon, aber da sind 15 Millionen drin. Geschweige denn von den beiden Minionen, die der gar nicht abfarmt. Wir müssen hier komplett in den Boost reingehen. Alles hier rein. So, jetzt hat er eine Last von 34 Millionen. Aber selbst 34 Millionen ist halt mau. Selbst das wird... Ah, hier kann man Hindernisse entfernen und dann geht es noch weiter. Oh Gott. Ey, jetzt haben wir 2 Minensammler-Typen hier, aber die sind auch komplett überfordert. Die müssen wir auch ein bisschen updaten. Mindestens mal auf 50. Das habe ich hier irgendwas freigeschaltet im Shop. 30 Millionen einfach gratis Cash. Das ist ja sehr freundlich vom Spiel. So, meint ihr, die schaffen das jetzt mit 50? Ich glaube, die müssen immer das gleiche Level haben. Ich mache die mal beide 60. So, mal 22 Geldboost haben wir aktuell noch. Jetzt können wir hier auch noch ein bisschen auf 25 gehen. Perfekt. Bevor wir jetzt das Hindernis entfernen, würde ich sagen, gehen wir mal in einen anderen Kontinent, oder? Weil ich glaube, das läuft jetzt soweit hier gar. Wir haben 4B. B? 300 Millionen hat der. Geht ja vorne und hinten nicht auf. Wir müssen hier auf jeden Fall auf 70 gehen. Am besten auf 80, dann kriegt er nochmal einen Boost. Dann machen wir hier auch direkt 80. Der kriegt bei 80, aber der kriegt bei 100 ersten Boost. Und das können wir uns leider nicht leisten, aber fast leisten. Nämlich, wenn er noch einmal abliefert, können wir uns das leisten. Dann gehen wir mit dem auf 100. Vielleicht ein bisschen Geldverschwendung, aber dann kriegen wir nochmal einen Transporter mehr. Weil die kommen hier mit dem Geld. Bangsheimer Level 4. Dankeschön. Weil die kommen hier sonst mit dem Geld nicht hinterher. So, dann gehen wir mal in den Kontinent und gucken, was es da gibt. Also es gibt diese Eventwelt mit Eventabzeichen. Das ist hier so ein ganzer Kram, okay. Goldmine. Wie viel kostet die? 76 AB? Forschung. Expedition, sammel Artefakte, Shop. Dann gehen wir mal in die Forschung rein. Schalte Forschung. Ja, 5,6T. So, ist Forschung können wir nicht fragen. Wir müssen tatsächlich Kohlemine erstmal weiterspielen. Wir sind zu arm. Wir können uns auch nichts leisten, ey. Das ist ja krass. Dann entfernen wir hier mal die Hindernisse. Das dauert aber eine Stunde. Oder wir gucken eine Werbung minus 30 Minuten. Oder wir machen super Cash. Haben wir ja genug. Bam, weg damit. Und wir können uns einen neuen Schacht kaufen. Dr. Novos Boost Blast. Verwende Boost und Instant Cash, um Dr. Novo bei ihrer Forschung zu helfen. Okay, das ist aber nicht zu verwechseln mit, das ist ein weiterer Battle Pass sozusagen. Für 10 Euro. Nee, das wollen wir nicht, du. Okay, wir haben uns später Dr. Nova. Ich weiß, wo die jetzt herkommt, Leute. Ah, ich habe hier beim Battle Pass eine neue Stufe gemacht. Mal 5 und mal 5. Mal 10 und mal 5. Dankeschön. Ich kann jetzt eine Expedition starten. Start. Okay, der läuft jetzt los.
Gewöhnliche Expedition von Annette Abernathy. Okay, das sind anscheinend die Sachen, die er finden kann. Ein Artefakt oder ein 5-Minuten-10er-Booster. Der läuft jetzt, Leute. Der läuft jetzt. Der hat Zeit. So, lass mich mal kurz hier nochmal. Erstmal müssen wir die Booster aktivieren, die wir bekommen haben. Dazu setzen wir den hier ein. Jawohl. Und den hier ein. Jawohl. So. Jetzt haben wir wieder einen 42er-Boost. Ah, hier. Guck mal, hier ist die. Das ist die Forscherin. Okay, der kommt super hinterher. Das ist prima. Und kommt der Aufzug hinterher? Ja, überraschend schon. Das ist super. So, jetzt haben wir Cloud Charms als Manager. Boah, das ist arschteuer, die Million. Boah, 700 Millionen. Ja, das schafft er nicht. Jetzt müssen wir... Ja, okay, das schafft er auf gar keinen Fall. Den müssen wir jetzt auch auf 100 upgraden. Bam, bam. Reicht Level 100? Das ist die entscheidende Frage. Wir machen 305 Millionen in der Sekunde, Alter. Das ist ja gar nichts eigentlich, ne? So, wir können eigentlich mal den Booster hier überall aktivieren. Zack. Und jetzt vielleicht die Upgrades günstiger machen? Macht das Sinn? 1,8B. Kommen die jetzt überhaupt noch hinterher? Mal sehen, wie ist denn die Kapazität? Muss ich mal gucken. Ach, 600 Millionen. Wir haben drei Leute. Gar kein. Na, wobei, das ist schon knapp, ne? Das ist zu knapp. Wir müssen den hier upgraden. So, jetzt sollte das doch hoffentlich reichen. Wir gucken mal, wie der Speicher runtergeht. Ja, okay, das reicht jetzt safe. Das ist super. Okay, dann gehen wir mal hier, dann aktivieren wir mal, dass alle Upgrades günstiger sind und kaufen uns hier ein paar Level. Boah, die sind arschteuer, Hilfe. Ich kann gerade mal 3-4 Level kaufen. Ey, ich kann, nee, warte mal. Alter, hä? Boah, da habe ich eigentlich Bock drauf. Lass mal hier 50 Level reingehen. Lass das mal alles auf Level 100 machen. Jetzt noch 5 drauf. Weil das kostet wirklich auch fast nichts mehr. Alter, wie viele Mitarbeiter sind denn da jetzt drin? Okay, das ist krank. 50, 95, 100. So, jetzt hier. 50. Zack, zack. 95. Ah, jetzt habe ich nicht genug Geld. Das wäre jetzt nämlich auch zu teuer. Boah, okay. Ey, es geht so krass voran. Wir müssen jetzt hier auf 100. Zack, Hammer. So, wir müssen Cash verdienen. Und zwar eine Menge. Meine Expedition ist fertig. Was hat er gefunden? Ah, mal 10 Booster, 5 Minuten. Und 10 Super Cash. Mach direkt die nächste Abfahrt. Okay, ich kann eine gewöhnliche starten. Eine epische. Okay, aber die epische dauert halt viel länger, ne? Ist klar. Aber eine epische, let's go, klar. Ich kann Forschen freischalten. Gekauft. Oh, ich hoffe, ich bereue das nicht. Ja, das war... Kameras aus, Leute, wieso sagt ihr denn nichts? Okay, wir können Forschungspunkte für Cash kaufen, haben wir gemacht. Und jetzt können wir hier unsere... Oh Gott, da gibt es ja alter Schwede. Okay, wir haben 10 grüne. Das heißt, wir können jetzt auch nur den... Es gibt wahrscheinlich grün, blau, rot, dann hier türkis, lila und das ist rosa, vermute ich jetzt mal. Also, was können wir hier machen? Kohle generieren, 40% mehr Income, sehe ich mich. So, jetzt gibt es was. Wie viel muss ich denn freischalten, damit ich das hier machen kann? Wahrscheinlich komplett durch oder so, ne? Ach, es reicht gar nicht. Ich brauche mehr. Für einen weiteren, für 4% lohnt... Was ist denn das hier? Forschungspunkte, also das Geld. Ne, wollen wir nicht. So, was ist das hier? Stadt. Die Universalpunkte können... Ach so, Universalpunkte haben wir nicht. Okay, jetzt haben wir 40% mehr aber schon mal gekauft. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Hier gibt es noch Artefakte. Ach, für 100 AC. Spöttische können wir die kaufen. Ist doch super günstig. 8. Jetzt habe ich ein Glücksrad freigeschaltet. Was ist das denn jetzt? Okay, wir können zweimal gratis drehen. Da kannst du ja mal 2000. Ah, oh, ich dachte, er springt auf mal 2000, ne? Mal 2, so ein Quatsch. Ist ja kompletter Quatsch, wirklich. Wer braucht das schon? So, jetzt können wir die Kiste auch öffnen. Jetzt habe ich sogar 2 Starterkisten. Ja, öffnen wir mal die Starterkiste. Outfit für einen Manager. Aktivieren. Ja, ist doch okay. So, wir haben noch eine epische Kiste. Lass mich die nochmal öffnen. Zack, zack. Und wir kriegen... Ach, da kommen Skins raus. Nee, die leveln aber auch. Warte mal. Ich denke, das ist nicht nur äußerlich. Das hat... Ja, das hat natürlich auch Fähig... Oh Gott, wie habe ich denn jetzt aktiviert? Hallo, das reicht doch jetzt. Ja. Guckt mal hier. Mal 1,5 Gesamt. Mal 1,5 Gesamttransport. Das sind einfach nur Aufzug... Ich habe nur Aufzugsheimer gezogen? Ach nee, warte. Hier ist die andere Kategorie. Ah. Mal 1,5 Abbau. Du bist mein Mann, mein Guter. 50% Boost nehme ich. Mal 1,8, mal 2,1. Dann nehmen wir dich natürlich. Und was ist hier das Beste? 2,6. Den haben wir eh schon aktiviert. Boah, das hat sich jetzt komplett krank gelohnt, gerade, dass ich die hier habe, ne? So, jetzt müssen wir hier noch Manager einstellen, damit das hier auch alles klappt. So. Geil, Alter. Es ist komplett wild, das Game. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Wenn ihr einen zweiten Part haben wollt, flankt auf jeden Fall den Like und den Abo-Button. Wichtig. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.